Hallo, herzlich willkommen zurück zu meinem kleinen Blog Redaktion 42. Schön, dass ihr wieder da seid. Im Genre des fantastischen Films mag ich eher die geheimnisvollen, spukhaften Vertreter der Zunft, die auf mich nachhaltig wirken. So ein Vertreter ist The Lodge, dessen Tipp ich aus einer Facebook-Gruppe über Horrorfilme erhalten hat. The Lodge ist ein US-amerikanischer psychologischer Horrorfilm vom österreichischen Regieduo Veronika Franz und Severin Viala. Im Film geht es um religiösen Wahn, Verlust der Mutter und Grausamkeiten von Kindern. Ein Grund, weshalb ich mir The Lodge angeschaut habe, war die britische Produktionsfirma Hammer, die hier mitproduziert hat. Ich bin ein Fan der alten und der neuen Hammer-Studios und ja, das musste ich einfach sehen. Und als ich den Film sah, erinnerte ich mich wieder an die großartige Werbekampagne in YouTube für diesen Film. Dort wurde dieser Film als unheimlichster Thriller aller Zeiten bezeichnet. Nun, das ist The Lodge nicht geworden. Aber es ist ein unheimlich psychologischer Genrebeitrag geworden, der in Kanada in den verschneiten Bergen gedreht wurde. Die Aufnahmen des Kameramanns verbeugen sich immer wieder vor Stanley Kubrick's Shining. Und das Regieduo war ja auch mal im Gespräch, die Fortsetzung von Kubricks Film The Shining zu drehen. Ja, was aber im Schnee verlief. Also machen Sie Ihr eigenes Ding. Ein klarer Filmtipp.